Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von 80 Tage bzw. 80 Days. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von 80 Days, 80 Tage. In diesem Video zeige ich euch den Aufbau. Ihr habt sogar zwei unterschiedliche Spielplanzeiten, abhängig auch von eurer Erfahrung, vom Alter der Mitspielenden. Und ja, im Anschluss gibt es die Abläufe, die ich euch zeigen werde. Die sind auch gar nicht mal so schwer. Und am Ende des Videos folgt wie gewohnt noch ein kleines Fazit. Vorab, wie gewohnt, ein paar Informationen rund um dieses Spiel. Schöne Illustration, absoluter Hingucker, 80 Tage. 80 Tage um die Welt, schon bekannt, was Filme, was Bücher angeht, aber auch was Spiele angeht. Ich glaube, da gab es auch, ich weiß gar nicht, habe ich euch in der Vergangenheit als mal das ein oder andere gezeigt. Also immer mal wieder gibt es sowas Neues. Das Thema wird gerne aufgegriffen. Und jetzt ist es quasi ein Spiel, wo erschienen ist im Hause Piatnik und vom Autor Emanuel Briano. Ja, das Alter wird mit 10 angegeben, dazu später mehr im Fazit. Ich komme auch beim Aufbau gleich drauf, weil das Spiel eignet sich durchaus auch für Jüngere. Es gibt leichtere Regeln, auch mit einem anderen Spielplan. Es ist für 2 bis 4 Personen und Spielzeit echt sehr ungewöhnlich. 45 Minuten wollte ich schon sagen, nein, 50 Minuten, vielleicht auch ein bisschen dem 80 dann geschuldet, aber so 30 bis 60 Minuten, je nach Spieleranzahl müsst ihr rechnen. So, jetzt zeige ich euch mal den Aufbau und ich habe gedacht, ich baue es jetzt nicht zu einfach auf, sondern nehme gleich die Spielplanrückseite, werde aber zur Rückseite was sagen, weil ihr seht hier den Spielplan. Den Spielplan für das etwas gehobenere Spiel, hätte ich jetzt mal gesagt, ab 10 Jahre steht ja drauf und diese Plättchen, die werden dann zufällig angeordnet. Auf der Rückseite sind teilweise zwischen den Verbindungen gleich solche Teilbereiche dann aufgebaut. Gedruckt. Ich glaube, es sind sogar ein bisschen weniger. Aber wenn ihr das Standardspiel dann absolviert, dann mischt ihr alle Plättchen und legt sie einfach auf so beliebige Felder. Hinzu kommt natürlich eine Start- oder eine Spielfigur, die ihr euch nimmt. Und natürlich auch das jeweilige Tableau. Ich glaube, ich werde es hier ein bisschen auf die Seite legen. Dann kann ich euch noch ein bisschen was drüber sagen. Das ist auch wichtig. Startspielmarker nimmt man sich. Die nachfolgenden nehmen sich dann eine Münze, eine weitere Münze dann mehr. Aber ansonsten wird es auch gut in der Anleitung beschrieben, so eine Doppelseite. Da seid ihr mit dem Aufbau euch recht schnell drin. Die Zeitungskarten, die werden gemischt. Ja, zufällig werden 5 platziert für die insgesamt 5 Runden, wie wir spielen. Und wir versuchen natürlich von London effektiv hier zu reisen, natürlich auf die andere Seite zu kommen, wieder hier London anzusteuern, viele Aufträge zu erfüllen, ja, viele Dinge uns zu ertauschen bzw. zu bekommen. Es geht um Aufträge, es geht natürlich um Punkte. Ja, und in London habt ihr auch die Möglichkeit, sogar nochmal extra ein paar Punkte zu verdienen. Hängt natürlich davon ab, wer auch als Erster in London ist. Ihr habt 5 Runden dann Zeit und dann schaut man, wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Wenn man nicht in London angekommen ist, dann kriegt man einen gewissen Abzug. Solltet ihr aber möglichst verhindern. Das als kleiner Überblick auch nochmal, was jetzt den Bereich angeht. Aber ansonsten die Auslage, die seht ihr hier. Hier sind keine Marker, spielt ihr zu zweit. Da wird hier automatisch so ein weißer Marker dann draufgelegt. Ihr seht, ist alles hier leer. Der Tauschwürfel wird hier platziert. Ah, und das ist noch ganz wichtig. Hier habt ihr noch so eine Übersicht, so ein Tableau-Plättchen. Wenn ihr passt, dann dürft ihr euch nämlich eines dieser Plättchen aussuchen. Ich habe es jetzt aufgebaut für 3 Personen. Ansonsten kommen hier noch, wie gesagt, immer ganz zufällige Plättchen hier drauf in diesen Bereich. Auf der Rückseite ist so ein Jongleur dann angegeben. Der bringt euch eine Aktion, entweder eine Münze oder 2 Münzen. Das ist der einzige Unterschied. Hier könnt ihr einfach nur eine separate Aktion auswählen, um euch Münzen zu nehmen. Ansonsten findet man jetzt weniger Unterschiede. Hier insbesondere ist der Jongleur auf der Rückseite. Hier bekommt man halt noch einen Bonus. Ja, was ist noch zu sagen? Ja, hier haben wir natürlich auch noch spezielle Karten, die man nutzen kann. Das heißt Persönlichkeiten, wo man dann 2 zieht. Eine nimmt man sich, das kann man integrieren. Das hängt wieder von eurer Erfahrung ab. Die sind quasi sehr unterschiedlich, bringen durchaus ja, relativ ausgeglichene Verhältnisse. Also wie gesagt, habt ihr da einen Bonus für jede Runde. Wie gesagt, ihr zieht 2, sucht euch dann eine Person aus und die legt ihr vor euch ab. Die habe ich jetzt mal rausgenommen. Die restlichen Plättchen Geldmünzen seht ihr schon hier. Habe ich was vergessen? Die Karten für die Ende, das heißt, wer zuerst in London ist, kriegt die höchste
Gästekarte. Hier habt ihr die Karte für die London-Bedingungen. Wenn ihr hier angekommen seid, kriegt ihr hier nochmal zwei Aktionskarten, weil zu Beginn, und das habe ich schon gemacht, zieht man zwei solcher Karten. Die zwei Karten, die nimmt man dann zu sich, schaut sich die Karte an, wählt eine aus und ja, ich leite es mal hier ein bisschen rüber und legt die Karte verdeckt vor sich ab. Das sind nämlich Aufträge und ihr benötigt vier Aufträge, mindestens vier Aufträge. Das wird hier auch nochmal deutlich gezeigt, um überhaupt nach London reisen zu dürfen. Also mindestens vier solltet ihr erfüllt haben. Und die Bedingungen, was ihr braucht am Plättchen und wo ihr den Auftrag erfüllt, wird hier angezeigt. Die Punkte, die es am Ende gibt, seht ihr hier. Und je nachdem gibt es noch einen extra Bonus. So, das als Punkt. Das Tableau übrigens, das liegt schon aus. Das ist der Koffer mit der jeweiligen Spielfigur. Und das war auch schon der Aufbau, gar nicht mal so schwer. Plättchen legt ihr alles separat, Münzen alles separat. Ja, die Karten, die habe ich jetzt mal für die Persönlichkeiten zur Seite gelegt. Und ja, dann würde ich sagen, wir starten und die Aktion bzw. die Runde beginnt mit dem Aufdecken des ersten, der ersten Zeitungspapiers oder der ersten Karte mit der Zeitung. Und ihr seht auch hier quasi, was abgebildet ist. Und das sind die Münzen, die man bekommt. Ja, ich brauche ja irgendwelche Münzen, um zu reisen, weil die Aktionen, die kosten Münzen. Ja, wenn man hier mit mehr Personen spielt, dann liegt hier bereits keine Münze aus. Aber wenn man zu zweit spielt, dann liegt hier ja schon eine Münze aus. Das heißt, jeder nimmt sich jetzt 12 Münzen und gleichzeitig werden hier zwei Münzen gelegt in dem Bereich hier von dem Schwarzmarkt mit dem Würfel. Das heißt, hier werden schon zwei Münzen platziert. Und was mache ich jetzt mit meinem Geld, beziehungsweise wie komme ich ins Ziel und wie erfülle ich die Aufträge? Und damit kommen wir zu den Aktionen und die sind auch nicht schwer. Auf der Rückseite, wie gesagt, habt ihr die Möglichkeit, den Jongleur auszuwählen. Nehmt euch zwei Münzen und das war eure Aktion. Optional habt ihr immer die Möglichkeit, am Ende einen eurer Aufträge zu erfüllen. Nehmt euch dann die jeweiligen Punkte, beziehungsweise die Karte, nicht die Punkte, sondern die Karte dann zu euch. Ihr braucht ja vier Karten. Ansonsten, was mache ich noch? Ich möchte ja reisen. So, die farbigen Markierungen, die verdeutlichen unterschiedliche Dinge. Das heißt, wenn ich auf so einem farbigen Ort bin, also rot und blau mit einem Kreis, kann ich hier und hier einkaufen. Ich kann mir also Gegenstände kaufen. Warum brauche ich Gegenstände? Naja, weil ich Gegenstände brauche für meine Aufträge. Es wird dir gezeigt, was ich benötige. Teilweise benötigt ihr aber auch Gegenstände, wenn ihr gewisse Linien dann nutzt. Und diese Gegenstände müsst ihr abgeben. Und jetzt kommt das Besondere, wenn ihr euch Gegenstände nehmt, dann legt ihr die in euer Raster im Koffer. Und der Koffer darf nicht überquillen, das heißt, ihr müsst die Plättchen richtig anordnen, korrekt anordnen, sodass auch nichts rausschaut, ansonsten müsst ihr es abwerfen. Das ist natürlich eine tolle Idee, das heißt, durch den Koffer ist quasi das Material, die Ressourcen sind begrenzt. Und wie gesagt, in solchen Kreisformationen könnt ihr euch aus beiden Bereichen etwas kaufen, das ist quasi auch eine Aktion. Ihr könnt natürlich auch hier quasi den Würfel nehmen und werfen und auch die Aktion nutzen. Ja, und was für eine Rolle spielen die Münzen? Das kostet. Ganz klar, das kostet. Und wenn ihr das erste Mal dieses Feld ansteuert und habt euer gewisses Startkapital dann vor euch, dann kostet es am Anfang eine Münze und ihr nehmt euch einen entsprechenden Gegenstand. Die nächste Person, die da eine Aktion ausführt, zahlt nicht eins, sondern zahlt immer eine Münze mehr. Das ist die zweite Besonderheit. Wie gesagt, im Koffer müsst ihr schauen, dass alles passt, aber wenn ihr auf solche Felder dann geht, dann zahlt ihr für jedes Feld, wenn schon jemand drinsteht, eine Münze dann mehr. Das heißt, die nächste Person würde zwei Münzen zahlen. Nicht so schwer. So, hier seht ihr noch die anderen Symbole für Rot bzw. Blau. Natürlich könnt ihr nur im roten Bereich dann hier was einkaufen, im blauen Bereich dann hier. Hier habt ihr die Option. Und wie reist man? Wie kommt man von einem Ort zum nächsten? Da steuert man natürlich diese Felder an. Und deswegen auch vorhin gesagt, wenn ihr zu zweit spielt, dann ist überall schon eine weiße Münze dann dabei. Das heißt, jede Aktion kostet dann automatisch in dem Bereich schon eine Münze mehr. Ihr zahlt also gleich zwei Münzen. Das ist der Unterschied, wenn ihr es zu zweit dann absolviert. Und hier sind die Linien für Fluss, für Bahnlinie, für normale Strecke, für Landweg dann angezeigt, die ihr dann nutzen wollt bzw. könnt. Unter Umständen bezahlt ihr hier natürlich auch dafür. Und denkt immer dran, eure Aufträge könnt ihr nur erfüllen in dem jeweiligen Ort. Naja, das ist jetzt eine tolle Karte. Hier hat man natürlich mehr Möglichkeiten, wo man das erfüllen kann. Dafür gibt die Karte auch am Ende nur
3 Punkte. Übrigens hier bei den Karten, muss ich mal schauen, bei den Karten hier auf der Rückseite, das wird als Deutsch angezeigt, weil es gibt die Karten auch noch als Französisch in der Verpackung. Ihr benötigt also nur die deutschen Karten. Das nur als kleine Ergänzung. So, und so spielt ihr eure Aktion. Das heißt, ihr kauft euch Gegenstände ein, bezahlt Münzen natürlich dann auch. Ihr reist natürlich weiter, bezahlt auch Münzen, bezahlt für die Strecke unterschiedliche Dinge, manchmal auch Münzen und irgendwann habt ihr kein Geld mehr. Und beziehungsweise ihr sagt, ihr wollt einfach passen. Das war's für die Runde. Ihr habt ja 5 Runden Zeit, 4 Aufträge zu erfüllen, mindestens 4, und nach London zu kommen. Das sollte schon euer Ziel sein, nach London zu kommen, weil ihr verliert für jeden Wegpunkt, für jeden Ort, den ihr nicht erfüllt vor London Zeit, nochmal 5 Punkte. Das K.O.-Kriterium, das solltet ihr verhindern. So, das zum Punkt. Und wenn man gepasst hat, dann wählt man sich eines dieser Plättchen dann aus. Hier darf man nochmal würfeln. Hier kann man sogar im Koffer tauschen. Hier geht es um die Startspielerfigur. Wenn das Plättchen keiner nimmt, dann bleibt die immer von der jeweiligen Person. Und hier beispielsweise 2 Münzen, die man bekommt. Das Plättchen nimmt man dann zu sich. Und auf nicht genommene Plättchen legt man jetzt eine Münze dann drauf. Die werden also für die weiteren Runden attraktiver, so muss ich sagen. Und am Ende, am Rundenende, legt ihr dann eure Plättchen wieder zurück, sodass ihr wisst, wo ihr die Münzen platziert habt, dass man immer alle Plättchen hier dann drauf hat. So, und wie gesagt, immer am Ende, optional, habt ihr die Möglichkeit, so einen Auftrag zu erfüllen. Wenn ihr den erfüllt habt, zieht ihr wieder 2 Karten nach, sucht euch wieder einen aus und so weiter. Schwer ist das nicht. Ihr orientiert euch an den einzelnen Bereichen, an den Symbolen, wo ihr was machen könnt. Und irgendwann reist ihr natürlich dann nach London. Wenn ihr 4 oder mehr Aufträge erfüllt habt, dann herzlichen Glückwunsch. Habt ihr noch einen Auftrag vor euch, den gebt ihr ab, weil ihr zieht nämlich dann vom separaten Stapel dann Aufträge. Ihr reist dann nicht mehr, habt aber immer noch die Möglichkeit, Waren natürlich zu kaufen, weitere Aufträge zu erfüllen. Und ganz wichtig, wer natürlich zuerst hier in London angekommen ist, natürlich unter Voraussetzung, nimmt sich die höchste Punktekarte. Und so spielt ihr weiter. Wie gesagt, die nächste Runde, dann gibt es dann 14 Geld. Ihr fangt wieder von vorne an, spielt wieder, tauscht, kauft wieder, handelt ein weniger. Aber ihr kauft Ressourcen, tauschen ja, durchaus möglich, je nach Aktion. Und ihr versucht natürlich wieder viele Aufträge zu erfüllen. Aber denkt daran, ich habe es schon unterschiedlich gespielt. Das heißt, ich hatte frühzeitig hier meine 4 Aufträge, habe gedacht, komm, noch mal einen 5. Auftrag. Und plötzlich waren nur noch 2 Runden zu spielen. Und ich habe gemerkt, oha, ich bin ja erst hier, ich muss ja noch hier rüber reisen. Und dann kann es teuer werden und dann fehlen mir die Steine und dann schaffe ich es vielleicht gar nicht mehr rechtzeitig nach London, nur weil ich zu gierig war und wollte noch weitere Aufträge dann haben. Und das ist ärgerlich, weil, wie gesagt, jeder fehlende Ort bringt euch noch mal 5 Punkte dann Abzug. Und insbesondere natürlich diese Karte auch, wenn man nicht in London dann ist. Und so zählt man am Schluss seine Punkte zusammen. Ja, und wer dann die meisten Punkte hat, der oder diejenige hat das Spiel gewonnen. Und damit bin ich auch schon beim Fazit von 80 Days, 80 Tage. Pjatnik, der Verlag, Emanuel Briano. Von der Illustration vom Cover finde ich es richtig cool. Ein absoluter Hingucker. Und wenn man das dann sieht und schaut auf den Spielplan, dann stellt man fest, ui. Jetzt ist doch das Cover so schön, aber der Spielplan, nee. Wirkt total abstrakt, rot, blau. Und was die Hintergründe angeht, geht komplett unter. Wirklich schade, wenn man das sich so viel Mühe macht bei diesem Cover. Und dann sieht man den Spielplan und es geht eigentlich eher mehr um den Mechanismus. Die ganzen Aufträge mit den einzelnen Wortlauten, die gehen komplett unter. Die nehme ich gar nicht wahr. Ich nehme nicht einmal die Städte wahr. Ich schaue nur auf diesen Symbol und schaue nur, wie ich hier reisen kann. Also da, wie gesagt, pro. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. 10 Jahre steht dabei und ich frage mich wirklich, warum braucht das Spiel noch einen weiteren Spielplan oder eine Rückseite mit leichteren Elementen? Gut, wenn man schon einen Spielplan hat, dann kann man auf der Rückseite auch noch was draufdrucken. Könnte man sagen, bei vielen Spielen ist ja gar nichts auf der Rückseite dran. Also meckern auf hohem Niveau. Aus meiner Sicht hätte es das aber nicht gebraucht. Man hätte es vielleicht ergänzen können durch ein Tableau, wo man drauflegt. Aber ansonsten, man kann auch, selbst wenn man nur ein bisschen spielerfahren ist, wenn man ein bisschen Familienspiel erfahren ist, dann kann man sofort diese Seite nehmen, weil die Plättchen, die man anordnet, zufällig, man hat hier ein Tableau für das Passen. Also so viele neue Unterschiede gibt es da gar nicht, um es jetzt Wesentliche zusammenzufassen. Die Grafik ist ähnlich, aber da kann man gleich zum Standardspiel dann greifen. Je nachdem spielt man mit den Persönlichkeiten abhängig von der Erfahrung. Also wirklich komplizierter wird es aus meiner Sicht dann nicht. Die Option ist aber auf jeden Fall da. Der Autor gibt, glaube ich, sogar in der Anleitung noch den Hinweis, dass ihr auch die Symbole ignorieren könnt. Also alles will ich jetzt auch nicht ignorieren. Ich möchte schon das Standardspiel dann absolvieren. Und deswegen 10 Jahre passt Tendenz aus meiner Sicht sogar Richtung 8 Jahre.
Ja, kritisch war ich auch beim Gedanken, das zu zweit zu spielen. Oh je, ob das zu zweit auch funktioniert. Zu dritt, zu viert funktioniert es und zu zweit, ja, es hat funktioniert. Durch die Marker, die man dann hier setzt, hat man natürlich gleich einen Kostenfaktor mehr. Das heißt, man muss dann gleich eine Münze dann mehr ausgeben und so hat man eine gewisse Dynamik, so eine Abhängigkeit von einzelnen Aktionsfeldern und das hat funktioniert und das hat auch zu zweit dann funktioniert. 50 Minuten Spielzeit, ein bisschen ungewöhnlich, was die Angabe angeht. Also 30 bis 45 Minuten Spielzeit zu zweit, 30 Minuten. Das haben wir so schnell gespielt, aber man unterschätzt das Spiel, insbesondere wenn ich mich an meine erste Partie erinnere, weil man weiß gar nicht, wenn man jetzt hier in diesem Anfangsbereich steht, hole ich mir jetzt erst die 4 Aufträge oder gehe ich peu à peu mit diesem Plan Richtung London dann weiter? Ja, zweites habe ich dann gemerkt, macht durchaus mehr Sinn, weil oftmals habe ich meine 4, Tendenz sogar 5 Aufträge und merke dann 2 Runden vor Schluss, dass ich hier immer noch bin und eigentlich nach London sollte, um nicht noch Punkte abgezogen bekommen. Dieser Fehler, der passiert euch je nachdem einmal, vielleicht noch ein zweites Mal, aber dann wisst ihr mit umzugehen und habt auch ein bisschen Erfahrung und wisst auch, was hier an Chips dazukommt, abhängig von der Spieleranzahl, welche Dynamik sich hier entwickelt, aber das habt ihr dann relativ schnell dann raus. Und wie gesagt, nach London. Das solltet ihr kommen, ansonsten ihr bekommt so viele Abzüge unter Umständen, was jetzt die Ziele angeht. Ihr habt auch gar keine Möglichkeit mehr, neue Karten zu bekommen. Pro Ort nochmal 5 Punkte Abzug, das könnt ihr vergessen. Schön ist das Element mit diesem Koffer, wo man platziert, mit diesem Plättchen. Das kenne ich aus anderen Spielen, wie zum Beispiel auch zuletzt Arvel dann oft gespielt, wo man auch so einen Rucksack hat, wo das Material da begrenzt ist. Das ist jetzt nicht neu. Und das Reisen mit diesen verschärften Kosten, das ist immer wieder teuer ist. Da müsst ihr jetzt überlegen, aber es gibt ähnliche Reisespiele. Eine Art und Weise hat man das auch schon so integriert. Ja, ich muss immer auf den Plan schauen und ihr wisst ja, da gefällt mir ja überhaupt nicht. Aber wenn ich aufs Cover schaue, das gefällt mir schon viel besser. Aber ein wichtiger Punkt fehlt noch, das ist der Spaßfaktor. Und 80 Tage sieht ja durchaus als ansprechendes Spiel aus. Piatnik schon viel Spiele vorgestellt, sehr viele lobende Spiele euch gezeigt, aber dieses Spiel ist einfach langweilig. Es hat mir überhaupt nicht gefallen. Und da merkt man, es ist ganz schön schwer, immer so ein Fazit zu bilden, wenn ich solche Einzelspielvorstellungen mache, wenn mir ein Spiel nicht gefällt. Aber ich habe schon sachliche Begründungen geliefert. Die Frage ist natürlich, warum macht es denn Jörg denn keinen Spaß? Ja, ich habe das Gefühl, ich spiele immer ähnlich. Und ja, das Auge spielt gewissermaßen auch mit und mit der Grafik komme ich da gar nicht zurecht, die gefällt mir nämlich überhaupt nicht. Und das ständige Abliefern von Waren, von Aufträgen, das wiederholt sich, da fehlt mir die Abwechslung und irgendwie ist es immer das Gleiche. Ja gut, Jörg, das mag ja deine Meinung sein. Wer andere ähnliche Meinung ist, gerne in die Kommentare, aber auch dann mit der Familie gespielt, ähnlich, so 2, 3 Runden gespielt und da war bei denen auch schon die Luft raus, wo die Kinder gesagt haben, nee, wollen wir jetzt nicht nochmal spielen, ist langweilig. Und ja, gerade wenn man was mit jüngeren Spielen, mit Kindern, da kriegt er nochmal ein richtig schönes Urteil dann hin. Und ähnlich habe ich es jetzt euch auch rübergebracht, also kam nicht gut an. Wiederspielreiz auch relativ schnell unten. Schade eigentlich, aber warum ne? Ist halt einfach so. Klar, neue Gruppe, wieder mit anderen probiert, mit jüngeren Mitspielern probiert und auch hier, ja, die Meinung, nee, ja, war ganz nett die Runde, aber brauchen wir jetzt nicht nochmal spielen. Und so hat sich das wiederholt und irgendwann ist natürlich auch bei mir die Luft raus und dann habe ich gedacht, ja, dann kann ich euch auch schon das Spiel dann vorstellen. Hat ja auch schon ein paar Monate auf dem Buckel, hat jetzt ein bisschen gedauert. Ich habe es jetzt nicht eilig mit jedem Spiel, das euch richtig zeitnah zu präsentieren. Das eine oder andere Spiel braucht eine gewisse Zeit, braucht je nachdem auch neue Mitspielenden, um dann wieder auf den Tisch zu kommen. Aber überzeugt hat es den bisherigen Partien bei den bisher Mitspielenden keinen. Ja, vielleicht stehe ich allein, stehen wir allein da mit eurer Meinung. Deswegen bin ich immer gespannt, was ihr denn dazu sagt. Seid ihr ähnlicher Meinung? Seid ihr komplett anderer Meinung? Was gefällt euch? Was missfällt euch ähnlich? Und ich habe es versucht, jetzt auch in diesem Fazit dann sachlich darzustellen. Bin jetzt vielleicht nicht auf jeden Punkt detailliert angegangen, aber ihr wisst jetzt, meine Empfehlung habt ihr nicht für dieses Spiel. Da gibt es bessere Spiele und da gibt es auch bei weitem bessere Spiele aus dem Hause Piatnik, die ja auch ein richtig großes Programm vom Kinderspiel zum Partyspiel etc. zum Funspiel dann abdecken. Und da habe ich euch in der Vergangenheit doch schon einige Spiele empfohlen. Das hier gesellt sich jetzt nicht dazu. Wenn ihr sagen wollt, Jörg, das ist mir völlig egal, ich finde es trotzdem cool, mir gefällt das Thema, ich mag den Film. Ich mag das Buch, mir gefällt das, was die Abläufe angeht. Die Grafik finde ich auch gar nicht so tragisch. All das, was ich jetzt vielleicht auch kritisiert habe, findet ihr jetzt nicht so schlimm. Dann könnt ihr es euch natürlich gerne holen beim Händler vor Ort oder über die unten genannten Links, wo ihr uns dann
unterstützt. Es müssen keine Spiele sein, es können natürlich auch andere Produkte sein. Das zu 80 Days, 80 Tage, Piatnik, Emanuel Briano. Das zu allen Infos und wie gesagt, ich freue mich auf eure Meinung. Danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald. Schade.